Servus Leute, willkommen zu Xenoblade Chronicles 3. Wie mir gilt, wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Und wir sind immer noch bei der großen Schwimmerei, weil unser Boot am Arsch der Welt gespawnt ist, den wir von Godzilla und Kong kräftig eins aufs Dach gekriegt haben auf dieser Insel. Monster Island, wie ich sie schon nenne. Riesige Viecher, wie gesagt, eine Godzilla vs. Kong-Anspielung und meine Fresse haben die mir aufs Maul gehauen. Also der Affe. Wir waren ja auf Godzillas Seite, aber der Affe hat uns böse verprügelt. Er hat sich einmal auf den Arsch gesetzt, dann waren schon die Hälfte unseres Teams tot. Ishan, und hier ist ein Fragezeichen. Was erwartet uns hier? Da sind wir ja knapp, da wäre die Folge knapp vorm Erreichen des Ziels. Ein Phyronis. Hier ist eine Kolonie? What's it doing here? Doesn't look like it's after us, somehow. Wanna follow? Even better, let's make a big sign saying, we're idiots, please shoot us. You what? Give it a rest, Lance. So, what's the plan, Noah? Right. Since it's a Phyronis, it'll doubtless have a bunch of people enslaved to a flame clock. They might not be too happy to see us, though. We'd be lucky if that was all. Consuls, or rather Mobius, could be there too. True. Which is why, whether we follow them or not, we need to think carefully. Ach was, ihr fallt mit der Tür ins Haus? Ein Boot jetzt hier? Ich hasse alles. Es hätte ja wenigstens jetzt hier spawnen können, oder? Ich werde ganz sicher nicht nach Monster Island zurückkehren. Das könnt ihr sowas von knicken. Ich halte mich davon echt fern. Das waren zwar keine einzigartigen Gegner, aber aus den L75 ist schon was. Gut Leute, schwimmen wir weiter. Muss meine Markierung noch wegmachen auf der Karte, ne? War falsch. Zwischendurch was anderes spielen ist echt doof. So. Schwimmen. Oder warte mal, kann ich mein Boot hierher tricksen, indem ich einfach kurz hier spawne? Ich mich hier hinbeame? Wäre das eine Möglichkeit? Daran habe ich letztes Mal gar nicht gedacht. Ja! Die Sailing Bunny ist hier. Sehr schön. Daran habe ich echt nicht gedacht, dass das ja auch geht. So. Ist auch schon viel angenehmer. Er ist hier hingegangen irgendwo, ne? Ja, da oben ist er. Parkstellung einnehmen und raus da. Kollege, kannst du mal nicht mehr in den Weg fahren? Verkehrsordnung und so, ne? Na, dein Führerschein im Lotto gewonnen oder was? Der Bootsschein in dem Sinne eher. Oder Seepferdchenschein. Keine Ahnung. Was auch immer nicht berechtigt, dieses Ding hier zu fahren. So. Hallo. Wir sind die Robinetten Urobos aus Nachbarschaft. Is that? Didn't we see that Phyronis before? At Ishan Isle. So then that means Mobius might be over there. They could attack us at any time. Let's proceed with caution. Ich glaube, das ist das, wo wir... Ups. Visitors, eh? A spark in Mobius. Piratenkapitän. Wow, what an impulsive pair ye two make. Anyway, cool your heads and have some grub with me. Grub? You need food if you want energy.
Don't go telling me you don't eat now. Yeah, get real. What's this deal? But you're all skin and bones, a lot of you. Right, laddie? All right, steady on. Anyhow, I'm not even hungry. I'm not gonna bite your heads off, pipsqueaks. Wie cool. In seinem Kopf sieht einfach, sein Helm sieht einfach aus wie ein Piratenhut. Und er redet auch genauso. Don't just stand there. Aber ja, das ist das. Wurde mir schon gesagt, dass man einen freundlichen Mobius trifft. What do we do? I guess we can't just ignore him. Ich soll vielleicht irgendwann mal aufhören, Leuten zu sagen, dass mir Spoiler egal sind. Ich find's lustig, ich feier den Typen irgendwie. Ah, I do love the sea. So I'm taking this thing on a trip. Mobius? On a trip? Of course! A man's life is a long journey. Walk your path without a destination, and you'll get little encounters like this one. Yeah, if you think we're gonna trust a Mobius, you're off your rocker, man. Ho ho! Sounds like you're an awful pickle and no mistake. What a disaster for ye. But you see, Mobius I may be, but I don't got any orders regarding ye. I'm a free agent, says I. Anyway, there are things on the sea so tasty they'll make you weep. Along with some gigantic monsters. Ey, die haben mich schon getroffen. Die haben mich verprügelt. So I arranged for them to be here. Things you landlubbers would never dream of. You mean you're mixing the colony up in all this? Just so you can have a bit of fun? Guess you're right. I just love watching the sea from a Faranus, truth be told. Therefore, free agent that I be, I work as Colony 15's consul with a spot of moonlighting as the commander. The other Mobius tell me rubbish like, your name is T. Perhaps it's fate I met up with you lot. So if you please, you could call me Captain Triton. Somebody tell me what's happening? Captain Triton, I get what you're saying, I do, but... No, I... You ain't humoring this windbag. Indeed. Can't listen to any words from this man's mouth. His crazy, reckless schemes will get friends dead. Smashed to pieces. And what? Once I get an idea, I have to put it in motion. Otherwise, nothing around here would happen. The cabin's awesome. He might be an ugly lump. But he can smash a big monster clear into next year. Er mag wie die hässliche Kanalratte aussehen. Alter, sehr frech für sein Alter. Well, I like a good challenge. So we spend a chunk of time going around it. Wait, who you calling ugly? Whether they're in the sea or the sky, we find big nasties and biff them up good. Right, gotcha. You definitely called me ugly. Look, Mia. We're better off keeping away from this lot. You can't be best pals with a Mobius. Come now, young pup. You only just arrived. Fancy a little contest. A contest? The wind brings me a couple of rumors, such as all of ye being pretty capable. Seeing fellow warriors always gets me fired up. So, it be contest time. What are you on about? No way I'm doing that. Scared, eh? Eh? Aye, your lily livers. Huh. Guess Ouroboros just run away with their tails between their legs. That right? Ha! Lily liver. Who are you calling lily livered? Just leave it, Lance. You're wasting your time bothering with someone like him. Must be nice for you, leaving one foot out the door so the sparks won't fall on you when there's trouble. You're frightened of getting knocked down, so you're making out like you're warning him. You try to save face or something. Be you so scared
of Mobius. That's Lily Livered, and my name's not Captain Triton. I'll give you Lily Livered. It's settled then. Been looking for someone hot-blooded. Happy? Make the preparations. Men of the Sea, Triton's Triple Challenge. By power vested in Appy, Appy will now explain rules of contest. Ja, das kann ja was werden. Huh? You mean we're actually going through with this? Rules are simple. In vicinity of Colony 15, there are three islands. Each island have specific challenge. Ahne fürchterbares. Team that solves challenge fastest wins points. If that's all we need to do, this will be incredibly simple. I totally thought this was going to be a big punch-up. Where's your sense of romance? Ain't no contest in a straight-up fistfight. For friends' informations, Colony 15 soldiers wait on each island to observe contest. Contest teams are all of friends' team versus the captain and three others. Hey, so we have a bigger team. Doesn't seem fair. Ye be guests, you see. I'll accept a handicap by way of hospitality. Oi, are you having a laugh? Ignore it. He's just provoking you. A man doesn't go back on his word. Now then, all of you, get to it! Friends prepared? First challenge is at Ishan Isle. Talk to Ronya to find out more. Let contest begin! Männer der See. Ich habe eine ganz miese Befürchtung. Das ist die ganze Kolonie. Ein NPC. Keine Kantine, kann gar nichts. Okay, Leute. Jetzt kriegen wir den falschen Knopf. Ich lerne es einfach nicht. So, Gardensia. Man müsse hier hin. Bitte, lasst mich nicht nach Monster Island müssen. Bitte, bitte, bitte nicht nach Monster Island. Ein Schiff mitgekommen? Ja, sehr schön. Hallo, Ronya. Da seid ihr endlich, Landratten. Die Herausforderung für diese Insel ist einfach. Ihr dürft uns eure Muckis vorführen. Muckis? Willkommen bei Männer der See, Muskelschmalz. Es gibt hier in der Gegend Monster namens Geifische. Ihr müsst vier davon besiegen. Logischerweise gewinnt derjenige, der das als erstes schafft. Also hier noch rum, los geht's. Beweg dich, Noah, wir zeigen diesen Schlammkopf, wo es lang geht. Okay, klar doch. Geifisch. Hey du! Geifisch, komm mal her. So, mal die Kamera wieder anmachen jetzt. So, am Land sind wir schneller unterwegs, also let's go. Ich weiß gar nicht, ob wir mit dem Boot jetzt hier rumfahren von Position zu Position, aber das wäre irgendwie umständlich. Die kleinen Stückchen können wir auch schwimmen. Hey, hier bin ich. Bring it on, Fischi! Ja. Nieder mit den Fischstäbchen, los geht's! Ich glaube, wir sind sogar immer springen zwischendurch schneller. Kann das sein? Kurz in der Tauchphase sind. So, nächster Geifisch. Shall we deal with this? Und last but not least, dich hier.
Ich finde es schön, wie nett die hier in der Gegend bleiben. Das hat gesessen. Wir sind jetzt sehr schnell gewesen. So, Ronja, war das gut genug? War das schnell genug? Was sagst du? And we're done. Did we win? I saw it all. Maybe you aren't such landlubbers. You're late, Captain. I'm afraid that means you lose. Looks like you're all mouth and no trousers, eh, Captain? Look at you. You're knackered. Who's taking the handicap now, eh? Well, you must have ate a bad shrimp or something. That be all. Now on to the next one. And don't ye even think about backing out now. Set a course for Daedal Isle. Who's backing out? We're the ones kicking his ass. So, das ist jetzt wohl die Richtung. Haben wir da schon einen Lern's endlich durch die Knopf zu drücken. Haben wir da einen Teleportpunkt? Ja, nicht so wirklich. Wir könnten aber von da aus ganz schnell dahin laufen. Ne? Warte, das ist die Scheißinsel mit dem... den Monstern. Nein. Es ist Monster Island. Scheiße. Oh, warum? Warum? Oh, wenn ich ihn schon sehe. Das Riesenviech. Das ist nur einer von den beiden. Die anderen zwei sind da vorne und kloppen sich. Ah, scheiße. Ich wollte doch so schnell nicht mehr hierher kommen. Naja. Wird schon irgendwie schief gehen, oder? Dann müssten wir eigentlich für dieses Kapitel, denke ich mal, fast oder sogar alle neuen Helden, die wir kriegen können, haben. Diese Riesenkäfer sehen alles so riesig. Warum? Also, ihr ja könnt ja gerne groß sein, aber der Rest von diesen Viechern, die. Oh Gott! Ich habe das Dino-Viech wieder gesehen. Haha, tschüss, weg hier. Nichts wie weg hier. Ich will damit nichts zu tun haben. Nee, ich muss diese Viecher jagen. Dann kann ich direkt quitten, weil das packe ich nicht. Die kriege ich nicht kaputt. Wir haben es versucht. Ihr erinnert euch noch, letzte Folge. Ja, es ging nicht gut aus. Ach ja. Ja, war noch nicht einmal so ein Fisch da gelegt, so ein Fliegender, oder? Da haben wir schon mal. Also oh Gott. Was erwartet mich jetzt? Ahoi! Willkommen zum nächsten Wettbewerb. Männer der See, fette Beute. Findet mir hochwertige Beute und ich bewerte sie. Beute? Genau, ich will die kostbarste Beute dieser Insel. Also, wenn du Beute sagst. Ja, wir wissen nicht, was du meinst oder was es auf dieser Insel überhaupt gibt. Könntest du uns nicht auf die Suche nach etwas Konkreterem schicken? Beute ist Beute. Wenn ihr gute Beute nicht erkennt, wenn ihr sie seht, seid ihr schon raus. Also schön, wir machen es. Dann lass uns nachdenken. Gruppenrunde? Jupp, Gruppenrunde. Always nice to see a new face. Ja, muss ich das jetzt machen? Wo habe ich denn hier ein Lagerfeuer oder so? Hä? Sag mal, seid ihr doof? Was mit dem Lagerfeuer, Mann? Ich weiß doch nicht, wo ich mir Lagerfeuer machen kann. Jetzt ist mein Boot wieder da. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Habe ich hier ein Lagerfeuer? Ne. Hier habe ich ein Lagerfeuer. Dann geh da hin. Windsocklager. Ich wollte mich doch echt alle mobben. So, hier. Aua. So, Julian, das warme Füße. Riecht ein bisschen nach Käse. Da. Beute? This reminds me. Ich bin nicht sicher, was das für eine Beute sein soll. Ist das sowas wie ein Schatz?
Ja, vielleicht etwas Glänzendes. Das finden Leute wertvoll, oder? Ah, stimmt, die Theorie klingt plausibel. Etwas Wertvolles, vielleicht etwas, das älter ist als wir. Hunderte von Jahren älter? Wie jetzt? Meinst du etwa, ein paar olle Steine sind wertvoller als wir? Freunde irren, Schatz muss Schmackofatzigkeit sein, so sagen nach Flecker das Gesicht glatt schmilzt. Weiß nicht recht, Essen ist Geschmackssache, jeder mag was anderes. Ich glaube, wir drehen uns hier im Kreis. Statt ewig drüber zu überlegen, was stimmt, warum sammeln wir nicht einfach alles, was irgendwie in Frage kommt? So einfach kann's sein, finde ich super, dann lass uns loslegen. Gut. Diesmal denke ich dran. So, und dann müssen wir wieder nach hier oben. Da ist doch was. Gibt es mehrere Punkte auf der Insel? Nein. Nein. Ich weiß auch nicht, wie man da hinkommt. Vielleicht von hier aus und da ist auch noch was. Oh, scheiße. Gehen erstmal da rein und holen uns das da, glaube ich. Am Ende wird es doch eh irgendwas sein, was in der Mitte der Insel ist. Ich sehe es doch schon kommen. Okay, Leutchens. Hier hinten ist das erste Ding, was wir uns holen wollen. Und dafür sollten wir vielleicht nicht unbedingt hier runterspringen. Was soll's. Das überleben wir. Ja, das überleben wir. Sorry, Juni. Da musst du jetzt einfach durch. Wer hat diese Zipline eigentlich da reingebaut? Dieses irre Gebiet. Ach, jetzt brauchen wir so Artefaktdinger. Da haben wir doch schon 50.000 von. Fossil. Da haben wir doch schon jede Menge von gefunden. Kann ich hochklettern? Warte, was? Warte, was? Kann da hochklettern? Wie? Hä? Ah, nee, ich kann runterklettern. Ah, da ist das Boot. Warum parkt das hier? Warum nicht da vorne, wenn ich vielleicht da hinkomme? Dann war ich ja nicht mehr weit weg vom Boot und nicht mehr so wirklich. Interessant zu wissen. Gut, hierhin. Wenn das in der Mitte ist, ne? Aber ich befürchte es fast, dass es so ist. Aber ich hoffe nicht. Wir müssen dann... Oh, wir müssen eh oben lang, ne? Scheiße. Okay, diese Quest ist ein wenig nervtötend. Das könnte sogar hier sein. Wir gehen erstmal hoch. Das ist näher dran. Nee, das ist in der Mitte bei den Riesenviechern. Ich meine, ja, vielleicht würde ich einen von denen sogar kaputt kriegen. Ich weiß nur nicht wie. Weil die echt eine Menge Damage austeilen. Ich glaube, bei denen kann man richtig gut leveln, wenn man so Level 70 ist. Ich glaube, da kriegt man die ganz gut kaputt. So, da haben wir eins. Können wir von hier auch direkt zum nächsten rübergehen. Ja, 1000 Bernstein. Dass mir das nicht wertvoll ist, ne? Also Level 70 Käfer. Ah, du Scheiße! Au! Es ist so ein Level 70 Käfer. Es sind jede Menge von diesen Level 70 Viechern. Boah. Level 75 einzigartig. Komm nicht hierher, geh weg. Geh, wo du wohnst. Geh, hau bloß ab. Hier ist alles Level 70. Und hängt noch einer an der Wand rum. Oh Gott. Level 73. Level 72. Oh mein Gott. Also die hässlich. Oh, Hilfe, ich muss weg hier. Bloß weg hier. Irgendwann komme ich und hole mir die Viecher alle, aber noch nicht. Ja, das sind Container, die ich weiß, aber nee. Die lassen ja schon seit langem aus, die Dinger. Oh, that's a rare one. Ja. Geil. Okay, Kollege, ich habe ein bisschen was gefunden. Da wird hoffentlich was dabei sein, was richtig selten ist und was uns gewinnen lässt gegen den Captain. Ja,
Wir sind mit der Beute zurück. Wow, das ging schnell. Auf der anderen Seite, was habe ich auch erwartet? Also dann, macht Himmel. Zeigt, was ihr hergebracht habt. Wir haben diese drei Sachen gefunden. Moment einmal. Alter, wie unhöflich. Was ich wollte, ist Beute von höchster Güte. Wie man die Sache auch dreht und wendet. Es gibt nur eine wertvolle Beute, nicht etwa zwei oder gar drei. Also tut deine Aus und gib sie mir. Ja, wie blöd, das machen wir. Der Jahrtausend-Bernstein. Das ist ein Jahrtausende alter Bernstein. This is what we've picked. Get a load of that. Oh ho, interesting. Yar, they be here first. All right, Beef. Taking it easy, are we? Unlike some people, I have a more discerning eye and take my time with things. Anyway, what have you got there? A rock, is it? Ha ha ha! You reckon you'll beat me plonking down a little old rock? Das ist ein Bernstein, nicht irgendein alter Stein. Say that again. This is what I brought. Any fool could see it's bigger. Whoa. That is pretty big. Oh, good choice, Captain. This local fruit is said to be jaw-droppingly delicious. Totally true. Manana could have told you that. That'll be a win for me, then. Our guests are the winners, Captain. What? I did ask for the most valuable booty. What our guests have brought sells for 10 times more than that coconut. And while the coconut is certainly delicious, its value is only so-so. Maybe the value is only so-so, but have you seen it? Look at the size. And it tastes fantastic. Bigger be better than smaller, says I. It's worth more in size, therefore I win. Kann es sein, dass wir das hier gar nicht wirklich verlieren können? Friend Wright! Taste alone make it bestest treasure! Hey, whose side are you on, Shortcake? Manana will not make fibs. Tell Manana what's more important than deliciousness. Ye can't say fairer than that. I win! 1-1 also. No, you did not win. Just man up and accept you lost. Captain. Accepting defeat is part of being a man of the sea. Ugh. You've really got me over a barrel here. Well played. But the next one's gonna be mine, you'll see. Come to Cape Arkansas, I'll give you a damn good thrashing. That man is a few screws short of Elevenis. Jupp. Wie mag ich ihn? Er kann zwar nicht verlieren, aber das ist ja nicht so tragisch. Nur da hinten, da waren wir noch gar nicht, ne? Das ist jetzt dann neu, weil da... Na, warte. Der Knopf, verdammt. Oder ist es das, wo wir angefangen haben? Nein, es ist ganz brandneu, alles klar. Okay, Sailing Bunny, auf geht es. In Richtung neuer Ufer auf diesem tollen Ozean. Ja, doch, das ist eine Schlange. 72. Vielleicht später mal. Einparken? Okay. Ein Affe. Von deiner Sorte habe ich genug. Obwohl du viel kleiner bist. Ist auch eine schöne Insel hier. Ist auch eine Menge Stuff. Gucken, was wir hier tun dürfen. Vielleicht passt gleich vorbei. Kaskadenkreuzung. Ahoi, Kumpanen. Ich habe euch schon erwartet. Übrigens habt ihr... Es ist ein Typ. Okay. Übrigens habt ihr Saoru gesehen? Saoru? Nee. Wir haben das nicht. Haben wir den nicht gesehen. Tut mir leid. Das kann ich nicht lesen. Verflucht, ich wusste, es würde wieder das Übliche passieren. Typisch Saoru, der findet den Weg nicht, wenn man ihn auf diese Stirn, auch wenn man ihren Stirn tätowiert. Perfekter Orientierungssinn, wie? Wahrscheinlich hat ihn ein Monster gefressen. Das findest du lustig? Saoru hätte eigentlich den nächsten Teil übernommen, aber wenn er weg ist, muss ich wohl die nächste Aufgabe erklären. Das erste Team, das ein bestimmtes Monster aufspielen und besiegen kann, gewinnt. Klingt unkompliziert.
Jupp, wir suchen große Fußstapfen und folgen ihnen. Viel Glück wünsche ich euch. Also gut, lasst uns loslegen. Ja, Leute, lasst uns loslegen. Hä? Was? Achso. Ja, aber erst in der nächsten Folge. In dem Sinne, vielen Dank fürs dabei sein, wenn es euch gefallen hat. Ihr wisst ja, was ihr tun könnt. Ansonsten macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal, euer Schraubse. Ciao.